Servus Mani Weißer, heute ist ja 20 Jahre Jubiläum. Was sagst du, wie lange bist du jetzt schon da im Jugendzentrum? Ich bin circa schon seit, ich würde mal sagen, 7-8 Jahre hier. Und naja, auf jeden Fall 8-9 Jahre, weil ich durfte früher nicht den Teenie-Betrieb, das kann ich mich noch erinnern, mit 11. Und ja, ich feiere einfach jetzt heute mal mit, weil es 20 Jahre sind, so, das feiert man nur einmal. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr rum. Wie geht's da so? Gut geht's mal. Jetzt bin ich seit 11 Jahren nicht mehr da. Vorher war ich da ja auch Leitung und wollte jetzt mal unbedingt vorbeischauen, weil ich sie eigentlich sehr gern habe und sehr gemocht habe und eigentlich noch immer mag und bin nach wie vor begeistert. Was ist denn das für eine Vorbereitung, beziehungsweise ist das anstrengend, sowas zu organisieren, überhaupt eine 20-Jahres-Jubiläumsfeier? Ja, einfach ist es natürlich nicht. Da muss man ganz genau planen und dann schauen, wie wir das am besten auf die Bühne bringen können. Aber natürlich sind die Kolleginnen alle mit involviert. Die haben geplant, überlegt, was wir machen können, damit das wirklich ganz gut auf die Bühne kommt. Und was machen Sie heute hier? Ich mache heute Riesenseifenblasen mit den Kindern und Jugendlichen. Und ich nehme an, wir werden eine große Action heute haben, weil viele Kinder da sind und schönes Wetter haben. Okay. Und freuen Sie sich heute hier zu sein? Ich freue mich heute hier zu sein. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Sarafina. Und wie alt bist du? 10. Und seit wann gehst du ins Miho? Schon seit 3,5 Jahren. Und was magst du so gerne am Miho? Dass es eigentlich gibt und dass wir mit den Betreuern etwas machen. Und was gefällt dir hier am besten? Hier am besten gefällt mir, dass wir immer Ausflüge machen und dass es Miho gibt. Wir feiern heute Geburtstag, seid ihr alle da und dann lasst uns was hören. Bisschen lauter, ja, ja. Ihr schreit Mio, ihr schreit so. Ja, wir sagen ein bisschen lauter, ja, ja. Wir schreien nie und ihr schreit so. Mi. Hallo, wie heißt du? Maria. Und wie alt bist du? 11. Ich habe gehört, dass du heute auftrittst. Und ja, bist du aufgeregt? Ja, sehr, weil wenn wir was falsch machen, dann schäme ich mich halt. Gratulation zum Geburtstag, alles Gute und viele, viele weitere tolle Jahre. Dankeschön. An Tagen wie